Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben jetzt schon ein paar ausprobiert. Wir haben ihn noch nicht gefangen, Diamant. Jetzt haben wir gekauft. Hier einen Popper, einen Puschel, einen Spinbite und eine Insekte. Eine Spinne. Ein Spinni. Dann Chat sagt zuerst Puschel. Dann Puschel. Puschel. Scheiße, Puschel. Okay, dann nehmen wir den Puschel. Die Fischis. Naja, da hinten ist schon wieder Action. Puschel machen wir konstant. Hallo, 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 hier, 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 hier. Der ist aber klein. Ich habe hier einen Puschel. Will keiner den leckeren Puschel haben? Puschel, 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 Puschel. Schau mal hier, Puschel. Okay, Puschel Nummer 1. Null Interesse bis jetzt. Da hinten springt einer. Oh, der war ja gut. Puschel. Kein Puschel? Oder doch? Hier, Puschel, Puschel, Puschel. Machen wir vier Auswürfe. Und dann schauen wir, was der Puschel. Dann nehmen wir den nächsten. Überall fischeln es rum, aber nicht den, was ich haben will. Puschel die dritte. Ich mache gerade Stop and Go. Das ist ja ein Jäger. Das ist, glaube ich, wurscht, ob konstant oder Stop and Go ist. Vermute ich mal. Wissen tue ich es auch nicht. Okay. Da springen sie und hüpfen sie und keiner will den Puschel haben. Letztes Mal Puschel. Genau zu ihm. Oh, lecker Puschel. Yum, 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 yum. Da sind auch noch zu dir runter. Ihr Puschel in der Tiefe. Er hat zwar mal kurz geguckt, gell? Versuch mal Fliege. Ja, ich weiß auch nicht. Beim Raubfisch denke ich mir nicht, dass der auf Fliegen steht, aber ich probiere es aus. Kolotte. Und Spinner, stimmt. Na dann. Puschel hat versagt. Dann Spinner. Wo ist er denn? Da. Let's go, Spinner. Wir bauen auf dich.
Bewegung. Irgendwo. Erst einmal konstant und dann immer ein Fisch in der Nähe. Oh Mann. Ganz schön verwöhnt, die dicken Fische. Die muss ich konstant einholen, okay. Mach ich. Nee, ich habe nur ein Einser mit. 0-1er. Wie ein Zweier, ob die dem überhaupt schnappen, meinst du ja? Nee, den habe ich entfernt. Ich baue ja auf diesen komischen Köderfisch, diesen Imitator. Ich glaube, den werden sie sich schnabbeln, schnabulieren, einverleiben. Der Holundersaft schmeckt irgendwie gar nicht so gut. Okay, letzter Wurf. Naja, beißt er gar nichts an, nicht mal irgendein anderer Fisch, gell? Verdammt. Okay, Köder Nummer 3. Ja, wie viele Köder wir jetzt schon ausprobiert haben. Jetzt habe ich den nicht dabei, oder was? Ich krieg die Krise, ich habe den falschen mitgenommen. Komm, fürs Glücksgefühl mal schnell hier den nehmen. Einfach fürs Glücksgefühl. Kann ich wieder dahin reisen und ins Lager gehen? Hey, kotzt mich das schon wieder an. Zweier Wobbler, Blinker.
Bisschen Kohle machen hier. Ja, so ein 6-7 Kilo Ding. Komisch, oder? Warum sie dann beim Zweierblinker nicht anbeißen? Silver Strand Meadows. So catch me there. Bye for now. So, den rein, den Aal. Der kämpft aber. Wenn es an der Größe liegt, wie meinst du das, dass man gleich einen 03er nehmen sollte? Beim 1er Blinker beißen sie auch und beim 01er dann komischerweise nicht mehr. Das ist schon ein dickeres Ding hier. Kämpft aber. Kleines Glücksgefühl. Zu groß zu sein. Meinst ein 1er nehmen, aber beim 1er beißen so 8 Kilo Dinger an. Da hat es noch keinen. Das schwerste war beim 2er, beim 1er 803 und beim 2er war sogar noch schwerer. Der kämpft aber ganz schön, hä? Dann das. Kann sein, ja, ich weiß auch nicht. Der ist ja gar nicht ohne hier, der hier. Ui. Wird er lachen, der wird es jetzt sein. Sag mal. Oh, kurz. Schau ihn dir an. Ui, ui, ui. Jetzt haben wir. Der war aber groß. Das ist der schwerste bis jetzt. Vielleicht doch mit dem 1er noch mal probieren. Hm? Schau mal, mit dem 2er kriege ich 8,4. Jetzt habe ich die nicht dabei. Vielleicht muss man öfters mit dem 1er reinschmeißen. Hm? Wenn ich hier schon 8,4er rauskriege, könnte mit dem 1er 9er bekommen, oder? Die Frage ist, ist 9er
ist ein Neuner dann überhaupt? Platin. Wir suchen Einser. Ja. Das ist jetzt der schwerste gewesen. Aber ich habe keinen Einser dabei. Jetzt kann ich wieder laufen. Das mit dem Lager ist echt blöd. Dass man nicht von der Ferne auf Lager zugreifen kann. Geht das nicht irgendwie? Kann ich nicht von hier irgendwie ins Lager? Nee. Null Zweier habe ich nur dabei und null Einser. Ja. Dann nehme ich den auch nochmal dann. Ich muss eh hin wegen dem, dann holen wir das nochmal. Dann machen wir bei YouTube schnell Pause, dann hole ich schnell die Köder und dann geht es gleich wieder weiter her. Raus, da sind wir wieder. Müssen wir nochmal umbauen hier. Und dann nehmen wir mal den. Ne, ist der falsche. Den da. Naja, aber da habe ich auch vorhin eigentlich keine großen Dinger rausge. Doch, ach da. Schauen wir mal, da hinten. Ah, jetzt habe ich falsche Richtung geschnitten. Naja, so ungefähr. Kriegen wir schon, das Vieh. Auf dem Zweierblinker sind sie ja total scharf. Na, der ist nicht so groß. Hat einen anderen Kampfstil. Nee, das ist nichts Großes. Naja, wohl. Na, ich glaube, der hat nicht. Ich glaube, wir so ein 6 Meter Ding. Hab doch Geduld. Irgendwann ist der richtige dran, ja, vielleicht. Da bei dem Sonnenbarsch war es ja direkt der Köder, der gleich den richtigen West noch. Und bei dem Forellenbarsch ging ja gar nichts. Da haben wir ja mehr als Geduld gehabt. Den Diamante. Oh ja. Obwohl, so leicht ist der nicht. Ich bin auf 50er Bremse. Komm, komm, komm. Na, ich glaube, das ist auch so immer halb. Wenn nicht sogar weniger. Komm, 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 komm. Boah, jetzt knapp. Kurz vorm Reißen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir. Zeige mal. 96, schau, der war nicht so gut. Lucky Punch gewesen sein, ja. Stimmt. Der eine da, der 8,4, gell? Der ist klein. Komischerweise mit einem größeren Köder fangst du einen kleineren Fisch. Ja, dann nochmal. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Wir brauchen Diamant, nicht Gold. Na, wenigstens beißen sie. Na, wenigstens beißen sie. Häng dich rein in die Bremse.
Doch kleiner, oder was? Ich ziehe hier so schon rein. Der kommt mir nicht groß vor. Dem von gestern, meinst du, dass das Glück war? Nee. Hätten wir eigentlich nochmal ausschmeißen sollen und testen, ne? Der ist nicht schwer. Schau mal, der ist jetzt schon. Der ist noch kleiner. Bei dem pumpe ich nicht mal. Ja. Sei doch. Das gibt's doch nicht, oder? Ich nehme den größeren Köder und fange kleiner. Habe ich wirklich einen größeren drauf? Bekomme kleinere Fischis. Habe ich den größeren? Habe ich nicht irgend so einen Mist genommen? Ja, Einser. Komisch. Mit Zweierblinker ist besser wie der Einserblinker. Ja, vielleicht kommt dann irgendwann der dicke. Der Diamantene, der 9 Kilo oder 10 Kilo. Ich weiß gar nicht, wann Diamant losgeht. Und angeschlagen. Ein bisschen größer wie der andere. Da muss ich pumpen bei dem. Aber das ist auch nichts. Da darf ich nicht so stark bei dem pumpen. Uiuiui. Ah, das ist auch kein Achter. Auch kein Achter halber. Sag auch 7. Ist schon komisch, dass sie mit dem größeren Blinker kleinere Fische. Nicht einmal 6,3, schau mal. Der 1er Blinker gibt nur kleine Minifische. Das muss man vorstellen, mit dem 2er Blinker fangen wir 8,40 Kilo und mit dem 1er Blinker fangen wir 6 Kilo. Teile. Ah, Bremse passt schon so. Die gehe ich dann runter, wenn er schwerer zum weiß schon, zum reinholen ist. Da ist der nächste dran. Oh. Bremse runter. Der ist ein bisschen, glaube ich, jetzt. Nee, auch nicht. Okay, der ist schon ein bisschen, ich weiß nicht. Schwer zu sagen jetzt. Am Anfang hat er Vollgas gegeben. Ich glaube, der hat auch keine 8, 9 Kilo. Geh wieder voll in die Bremse. Nee, der hat auch keine 8. 7.
Ein Dreier? Was meinst du? Wie, was meinst du mit dem Dreier? Was ein Dreier? Selben Köder als Dreier. Nee, nee, ich habe im Einser. Ich habe noch mal geschaut. Ach so, du meinst, wenn man Dreier nimmt, kriegen wir die 9 Kilo. Ja, das wäre es ja. Ja, aber der kämpft schon gut. Der lässt schon ein bisschen mehr. Umgekehrte Psychologie beim Hecht, ja, das stimmt. Der nimmt lieber die kleinen Fische. Aber der kämpft nicht schlecht. Könnte schon doch was Größeres sein. Dauert schon eine Weile, den reinzuziehen. Wieder noch mal Gas geben zum Schluss. Machen die ja immer, gell? Jetzt hat, oder? Keine 8 Kilo. Das ist doch komisch, wenn man Einser kriegst. Aber wir steigern uns. Aber gut, dabei sind sie halt wie verrückt, gell? Oha. Oha. Ui, ui, ui. Nee. Muss am Anfang so ausgesehen. Kaufen wir jetzt dann gleich noch eine andere Route, damit die 10 Kilo Leine nehmen kann. Ja. Ja, der wäre schon abgezogen, hast recht. Der hätte Schnur genommen. Wird auch so knapp 8 sein. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Knapp 8, sage ich. Knapp 8 Kilo. Hier ist nicht so strong. Schade. Ui, das war ja übertrieben mit dem Ziehen, ne?
War jetzt knapp vorm Reißen. Ich glaube auch so knapp 8 Kilo. Los, lass dich reinziehen, ich habe keine Zeit. Ich muss den Großen fangen. Video ist auch schon rum. Kurz vor knapp. Wie er noch schön gesprungen ist. Jetzt kriege ich ihn. War sein letzter Hupfer da. Oh, wieder keine 8. Das ist seltsam, oder? Dass ich mit dem 1er kleinere Fische fange als mit dem 2er. Das sehen wir dann im nächsten Video. Ciao, ihr Vieh.